Herzlich willkommen zu Respekt TV, das Magazin. Dem Magazin der Initiative Respekt, kein Platz für Rassismus, die sich für mehr Respekt und Toleranz in unserer Gesellschaft einsetzt. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben Ihnen ein interessantes Programm vorbereitet. Ein Hallenfußballturnier der ganz besonderen Art. Prominente sprechen mit Respekt über das wichtige Thema Schlaganfall. Außerdem präsentieren wir Ihnen einen neuen Respektbotschafter und stellen Ihnen den Song Viel zu tun vor. Das Hallenfußballturnier in Rottgau war dieses Jahr ein ganz besonderes Event, denn neben dem Fairplay stand eine Person im Vordergrund, der wir auch an dieser Stelle gute Besserung wünschen. Der ehemalige Fußballprofi Dietmar Roth erlitt, wie über 10.000 Deutsche jedes Jahr, einen Schlaganfall. Prominente wie Bakary Diakité, Oka Nikolov und das Respektschirmpaar Sandra Minnert und Bertin Eichler sowie viele weitere engagierten sich an diesem Tag für ihn und natürlich für Respekt. Ja. Fairplay stand bei dem Respekt-Hallenturnier auf dem Tagesplan. Gemeinsam mit der IG Metall und der Stadt Rottgau trugen insgesamt 10 Mannschaften ein Fußballturnier unter dem Motto Respekt aus. Das bis nun ein zweites Hallenturnier dieser Art wurde dem durch einen Schlaganfall erkrankten ehemaligen Eintracht-Spieler Dietmar Roth gewidmet und hierzu Spenden gesammelt. Viele seiner früheren Frankfurter Fußballkollegen, Freunde und Respektbotschafter kamen vorbei, kickten mit und verhalfen dazu, das Turnier zu etwas ganz Besonderem zu machen. Das ist, glaube ich, das A und O. Es geht um Respekt. Das steht überall heute groß auf dem Trikot und sollte auch, sieht man auch auf dem Ball. Das ist das Wichtigste heute. Ja, das ist ja jetzt schon das zweite Turnier. Ich bin wieder überrascht, dass so viele Mannschaften teilnehmen. Es hat ja auch einen zweiten Grund diesmal, nämlich für den erkrankten Dietmar Roth. Hier spielen die All-Stars gegen das Respekt-Team. Ich finde das eine riesentolle Aktion und ich hoffe, dass Dietmar Roth auch bald wieder auf die Füße kommt und gesund wird. Wunderbare Verknüpfung für einen Menschen, etwas zu tun, den das Schicksal schwer getroffen hat. Und es ist beeindruckend, wie die Freunde hier für ihn stehen, welchen Einsatz sie zeigen und mit welch großem Enthusiasmus sie für ihn einstehen. Und es ist toll, solche Freunde zu haben. Und Freunde fanden an diesem Tag zusammen. Spieler der OFC Waldis, die Stadt Rottgau, Schunk Group, IG Metall-Mitarbeiter, der AFC Universe und ehemalige Eintracht-Spieler zeigten Engagement und hatten Spaß. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja mit den meisten auch in der Jugend zusammengespielt, deswegen freue ich mich drauf, wieder mit denen am Ball zu sein. Die OFC Waldis erkämpften sich den ersten Platz und zeigten sich großzügig, als sie den besonders weit angereisten Gästen der Arbeiterkammer Wien den Pokal überließen. Ein deutliches Zeichen für Respekt und Gemeinschaft. Fußball ist ein sehr hartes Geschäft, brutales Geschäft manchmal. Aber wenn jemand krank ist oder wenn jemand in Not ist, dann ist es doch eine Gemeinschaft, die da zusammenhält und die auch den Menschen und den Freunden, vor allem den Kollegen, dann auch hilft. Ein vielseitiger und bunter Tag, bei dem auch die Botschafter und Frankfurter Rapper Assis mit Herz nicht nur tatkräftig mitkickten, sondern auch musikalisch zeigten, was sie drauf haben. Die Cheerleader des AFC Universe, Fußball-Freestyler und Respektbotschafter Patrick Beurer heizten das Publikum ein und ein spannendes Derby der U10-Jugend der Offenbacher Kickers gegen TSG 51 Frankfurt rundeten den Tag ab. Und weil es an diesem Tag um so viele wichtige Themen ging, möchten wir Ihnen nichts vorenthalten. In der Pressekonferenz sprachen die prominenten Botschafter auch über ihre eigenen Erfahrungen zum Thema Schlaganfall. Im Rahmen des Fußballturniers zugunsten des an einem Schlaganfall erkrankten ehemaligen Eintracht-Spielers Dietmar Roth fand in der Sporthalle Rottgau eine Pressekonferenz statt. Bertin Eichler, Schirmherr der Initiative Respekt, kein Platz für Rassismus und Vorstand der IG Metall, findet, dass ein solches Turnier die richtige Gelegenheit ist, um sich für Menschen einzusetzen. Alexander Leipold, Respektbotschafter und deutsches Ringertalent, erlitt selbst 3 Schlaganfälle und schildert seine Erfahrungen.
Es war ein langer Weg, wieder auf die Beine zu kommen, und deshalb engagiert er sich seither für die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe, um auch anderen Betroffenen Mut zu machen. Die Spenden, so sagt er, sind hilfreich für einen Schlaganfallerkrankten. Intensive Reha wird uns auch nicht bezahlen. Traurig. Es gibt dann Menschen, die in einen Heim geschickt werden, weil sie im Prinzip für immer als Behinderte verstanden werden. Aber es gibt jetzt Untersuchungen, da kann man das ein, zwei Jahre weiter therapieren. Dann hat man einen enormen Gut von 60-70%, die Chance wieder normal ins Leben zu kommen. Moderator und Respektbotschafter Patrick DeWayne leitete die gesamte Pressekonferenz und las ebenfalls Schirmfrau Sandra Minner zu Wort kommen. Ja, schon, weil man denkt, wenn man viel Sport macht, dann kann einem nichts passieren. Und das sieht man halt einfach auch, jetzt wie es alles passiert ist, aber auch aus Spielerinnen, die trotz alledem krank sind oder krank geworden sind. Das macht einen traurig, aber ich sage immer, deswegen sind so Tage wie heute toll, dass man sowas macht. Dass wir eine Spendenaktion starten, dass wir ihm helfen, weil ich bin echt wirklich ein bisschen geschockt, weil ich war auch mit ihm unterwegs. Wir hatten eine tolle Zeit, wir haben viele Trainingseinheiten gemacht. Er ist ein toller Typ und ich hoffe einfach, dass einiges zusammenkommt und dass wir unterstützen können und dass ihm einfach bald wieder ist. Ehemaliger Fußballprofi und Freund von Dietmar Roth, Thomas Berthold, sowie ehemaliger OFC-Trainer Dieter Müller waren auch vorbeigekommen, um das Event und ihren früheren Fußballkollegen zu unterstützen. Ich weiß, ich habe selbst einen schweren Schicksalsschlag gehabt vor einem Jahr, wo ich selbst einen schweren Herzinfarkt gehabt habe und mit sehr viel Glück überlebt habe. Und insofern weiß ich, von was ich spreche, und das ist selbstverständlich, wenn man da helfen kann. Man schiebt das so weit weg und das kann, wie gesagt, jeden treffen, und das macht einen sehr nachdenklich, und wenn man natürlich helfen kann, dann hilft man gern. Im Anschluss folgte das spannende Promispiel. Die Respekt Allstars gegen Diddy's Friends. Uwe Bindewald, Alex Schur, Patrick Löckner, Britta Unsleber, Slobodan Komjenovic und Monika Meyer kickten für Diddy. Im Respekt All-Star-Team unterstützten Bakary Diakité, Lars Schlichting, Sandra Minnert, Alexander Leipold, Carina Sefron, Chris Patrick Rudolph und Bene und Daniel, die zwei Rapper der Band Assis mit Herz. Am Ende stand es 6-6, und so sollte es auch bleiben. Auf ein Elfmeterschießen wurde verzichtet, denn alle sollten Sieger sein. Alle waren am Ende Sieger, das ist doch eine erfreuliche Nachricht. Was wäre die Initiative ohne die vielen engagierten Respektbotschafter? Zu denen gehören zum Beispiel Bülent Ceylan, Johannes Bekerner, Jürgen Klopp, Dante, Michael Groß, um nur einige Namen zu nennen. Lernen Sie nun mit uns einen neuen Respektbotschafter kennen, den Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann. Es geht um Augenhöhe. Mit den beiden Faktoren, die Sie genannt haben, also sicherlich auch mit dem Elternhaus, mit einer Bildungsbasis, die man bekommt durch das Elternhaus, die durch die Schule und auch Kitas und andere Erziehungsinstanzen ergänzt werden kann, aber wo dann doch sehr wichtig ist, ob man Vorbilder hat. Es ist kein Zufall, dass beispielsweise in unserer Stadt die Kinder, die in Stadtteilen groß werden, in denen ganz viele Akademiker, höhere Beamte, Unternehmenslenker arbeiten und wohnen, es selbstverständlicher finden, dass sie einen gymnasialen Abschluss machen, während in Stadtteilen, denen die Gymnasiastenquote und die entsprechende Elternquote, um die es ja jetzt bei Ihrer Frage auch geht, gering ist, dann auch andere Abschlüsse machen. Und ohne Bildung, ohne zu lernen, dass eine gewisse Toleranz, eine Akzeptanz, Augenhöhe, die ich mit Respekt gleichsetze, hilfreich ist im Leben, um Gewalt zu vermeiden, um eine dialogische Situation herzustellen, die Kompromisse ermöglicht. Ohne diesen Hintergrund geht es nicht.
Die Mitglieder der Band Airi Revoltés sind ebenfalls Respektbotschafter. Für die Initiative haben die Jungs aus Heidelberg extra einen Song komponiert. Wenn Sie das Lied Viel zu tun noch nicht kennen, dann hören und schauen Sie besonders hin, denn das ein oder andere Gesicht wird Ihnen bekannt vorkommen. Es gibt noch viel zu tun, die Intoleranz steckt in zu vielen Köpfen. Komm her, steh auf, hör zu, wir machen den Schritt und wählen an die Richtung. Es gibt noch viel zu tun, die Tendenz geht nach rechts in unserer Gesellschaft. Komm her, steh auf, hör zu, wir machen den Schritt und wählen an die Richtung. Kein Platz für Rassismus. Wir machen den Schritt und wir ändern die Richtung. Wir gehen voran mit viel Optimismus. Wir machen den Schritt und wir ändern die Richtung. Den Song sowie alle Videos der Initiative gibt es sowohl auf www.respekt.tv als auch auf dem eigenen YouTube-Kanal. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Sendung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und denken Sie daran, bleiben Sie weiterhin respektvoll. Kennen Sie das? Niedriger IQ und fehlende Ausbildung führen oft zu heftigem Rassismus und Vorurteilen. Ja! Ja, aber gibst du da nichts von rational? Natürlich! Das neue Anti-Idiotikum. Mit seinen Wirkstoffen Respekt und Toleranz führt Anti-Idiotikum sofort zu einer spürbaren Steigerung der emotionalen Intelligenz. Sogar in Härtefällen. Überdosierung ausgeschlossen. Anti-Idiotikum. Ihrer Umwelt zuliebe.